Hier soll es darum gehen, wie man rechnerisch entscheiden kann, ob ein Punkt in einer Ebene liegt oder nicht. Und auch das nennen wir Punktprobe. Und die Frage, die wir uns stellen, liegt ein Punkt in der Ebene. So, eine kleine Skizze dazu. Wir haben die Ebene E und einen Punkt X, einen Punkt P, Entschuldigung, dargestellt mit einem kleinen Kreuz. Und dann einen Punkt, der so, ich deute das mit solchen mehr gestrichelten Linien, dass dieser Punkt so oberhalb der Ebene liegt. Dann haben wir den Punkt R, der außerhalb der Ebene liegt. Und die Ebene soll E heißen und E hat eine Parametergleichung. Das ist irgendein Stutzvektor Q plus T mal irgendein Sp ein Spannvektor V plus S mal irgendein Spannvektor W und T und S durchlaufen alle reellen Zahlen. Und so ähnlich wie wir das bei den Geraden hatten, machen wir die Punktprobe. Also P, der Punkt P liegt in der Ebene E, falls die Gleichung Ortsvektor des Punktes P gleich die Parameterdarstellung der Ebene eine Lösung hat. Und da R nicht in E liegt, dann hat das Äquivalent davon Ortsvektor des Punktes R gleich der Parameterdarstellung der Ebene E keine Lösung. So kommen wir zu einem Beispiel. Die Ebene E hat folgende Parametergleichung: Stutzvektor 111 plus T mal Spannvektor 123 plus S mal einen zweiten Spannvektor 011. Und jetzt brauchen wir zwei Punkte. Der eine Punkt P hat die Koordinaten 2, 4 und 5. Und der Punkt R hat die Koordinaten 2, 4 und 6. Und nicht vergessen, T und S durchlaufen die reellen Zahlen. Machen wir die Punktprobe für den Punkt P. Der Ortsvektor des Punktes P lautet 2, 4, 5. Und die rechte Seite der Gleichung ist die Parameterdarstellung der Ebene E. Also Stützvektor 111 plus T mal 123 plus S mal 011. So, und dann geben wir das in den Taschenrechner ein, GTR, und benutzen die Funktion linSolve unter Menü. Algebra, also 3, Gleichungssystem lösen unter 7 und System linearer Gleichungen lösen 2, bekommen wir die Möglichkeit, das Gleichungssystem einzutragen. Es gibt drei Gleichungen und zwar pro Zeile bekommen wir eine Gleichung. Das sind drei Stück. Und unsere Variablen heißen t und s. Es sind nur zwei Stück. Und jetzt geben wir zeilenweise die Gleichungen ein. Also 2 ist gleich 1 plus 1 mal t plus 0 mal s. So 2 gleich 1 plus t mal 1 plus s mal 0. Die zweite Zeile entspricht der zweiten Gleichung. 4 ist gleich 1 plus t mal 2 plus s mal 1. Also 4 ist gleich 1 plus t mal 2 plus s mal 1. Und die dritte Gleichung, 5 ist gleich 1 plus t mal 3 plus s mal 1. 5 ist gleich 1 plus t mal 3 plus s mal
Als wenn wir jetzt auf Enter drücken, bekommen wir eine Lösung 1, 1, 1, also t gleich 1 und s gleich 1. Das bedeutet, diese Gleichung ist lösbar. Also t war gleich 1 und s war auch 1. Das bedeutet, p liegt in e, da wir eine Lösung bekommen haben. So, jetzt machen wir eine ähnliche Punktprobe für den Punkt r. So, hier nehmen wir den Ortsvektor des Punktes r, also 2, 4 und 6. Und die rechte Seite entspricht der rechten Seite aus dieser Rechnung. Also 1, 1, 1 ist der Stützvektor plus t mal 1, 2, 3 plus s mal 0, 1, 1. So, auch hier nehmen wir den Taschenrechner und benutzen linSolve. So, und nun können wir die Gleichung wiederverwenden. Wir drücken auf die blaue Steuerung-Taste und die Taste Z für rückgängig und können die Gleichung verändern. Die rechte Seite bleibt so, weil das die Parametergleichung der Ebene ist. Die hat sich ja nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Punkt. Also der Punkt P ist durch den Punkt R ersetzt worden. Die Koordinaten lauten 4, 2, 4 und nicht 5, sondern 6. Wenn wir jetzt auf Enter drücken, sehen wir, dass wir keine Lösung gefunden haben. Also keine Lösung da. Das heißt, der Punkt R liegt nicht in E.